Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie One-Pot-Gerichte mit Fleisch. Wir machen heute Gyros-Geschnetzeltes und das alles nur in unserem Wunderkessel. Und wie das funktioniert, das verrate ich euch jetzt. 200 Gramm Gemüsezwiebeln habe ich für euch schon mal geviertelt. Außerdem eine Knoblauchzehe geschält. Das Ganze wird die üblichen 5 Sekunden Stufe 5 zerkleinert in unserem Wunderkessel. Gramm Öl kommen jetzt noch in den Kessel und ich sehe gerade, das hätte ich jetzt fast vergessen, gut, dass ich sehe, die Zwiebeln und den Knoblauch müssen wir natürlich mit dem Spatel noch ein bisschen nach unten schieben. Manchmal setzt sich das einfach hier oben fest, aber dann ist es einfacher, das Ganze anzudünsten. Das machen wir 3 Minuten auf Stufe 1 in Varoma-Temperatur. Ja, manche sagen 120 Grad, aber Varoma, das wird dann einfach noch mal ein bisschen heißer. Also ich mache es immer 3 Minuten, Stufe 1, Varoma. Wir sehen uns gleich wieder. Als nächstes kommt unser Gyros-Geschnetzeltes hinein. Das sind 500 Gramm. Die sind bereits fertig gewürzt. Die kann man genauso beim Metzger kaufen. Die kommen hier in den Kessel. Der Deckel kommt wieder drauf. Und das Ganze lassen wir jetzt bei 100 Grad 7 Minuten im Linkslauf auf der Sanftrührstufe anbraten, dünsten. Unser Fleisch ist jetzt angedünstet und in den Kessel geben wir jetzt 450 Gramm Wasser sowie einen großen Teelöffel von unserem Suppengrundstock. Falls ihr den nicht habt, macht den selbst. Falls ihr den nicht zur Hand habt und jetzt auch nicht auf die Schnelle selbst machen könnt, tut's natürlich auch Gemüsebrühe. In unseren Varoma kommen 800 Gramm Kartoffeln. Die habe ich bereits stückig geschnitten, also in mundgerechte Stücke. Wir legen den Einlegeboden drauf und hier kommt Paprika rein. Das sind 250 Gramm und obendrauf noch Champignons. Das sind 200 Gramm. Die haben wir in Scheiben geschnitten. Mal schön gucken, dass entsprechend Lüftungsschlitze frei bleiben. Das Ganze kommt auf unseren Wunderkessel. Deckel natürlich vorher abmachen, ganz klar. Varoma verschließen. Kennt man das Spiel, sonst bringt es nichts. Und das Ganze lassen wir jetzt in der Sanftrührstufe. Linkslauf 35 Minuten bei Varoma dünsten. Bis gleich. Ich habe hier 40 Gramm Metaxa. Die rühre ich jetzt in 15 Gramm Speisestärke. Das muss man so ein bisschen glatt rühren. Unser 35 Minuten Countdown ist bereits um. Und ich habe das hier schon mal angerührt, denn das kommt jetzt noch in unseren Kessel rein. Aber vorher setzen wir den Varoma jetzt erstmal ab. Sieht gut aus, riecht gut. Wie gesagt, die angerührte Speisestärke mit dem Weinbrand in unserem Kessel. Ebenfalls 150 Gramm Crème Légère. Und 70 Gramm Tomatenmark kommen ebenfalls noch in unseren Kessel. Das Ganze wird jetzt nochmal 3 Minuten in der Varoma-Stufe im Linkslauf in der Sanftrührstufe gekocht. Als letzten Arbeitsschritt brauchen wir nur noch unsere Champignons und die Paprika hier in den Mixtopf zu geben und das Ganze mit dem Spatel so ein bisschen zu verrühren, unterzuheben, wie auch immer. Und dann ist es eigentlich fertig. Ja, eigentlich heißt ja, es ist fertig, aber wir müssen es natürlich noch auf den Teller tun. Ihr könnt das direkt aus dem Kessel servieren. Ihr könnt das natürlich auch in eine Schüssel geben. Ich werde das jetzt aus dem Kessel machen. Dazu vorher ein paar Kartoffeln auf den Teller und dann mit der Soßenkelle ein bisschen von dem Ganzen obendrauf. Nun jetzt
wird gegessen. Okay, das habe ich jetzt anders erwartet. Ich bin wirklich davon ausgegangen, dass das Fleisch jetzt etwas trocken ist, etwas zäh ist, weil das ja nur so ja, angekocht, angedünstet wurde. Das hat ja dann manchmal die Tendenz, trocken zu werden, gerade auch Schweinefleisch. Wobei ich denke, da kommt es auch wirklich auf die Qualität an. Wir haben einen sehr guten Metzger hier im Dorf und das ist wirklich sehr gutes Fleisch. Und es schmeckt auch sehr, sehr lecker. Ihr könnt das natürlich noch mit Salz und Pfeffer entsprechend abschmecken, aber ich bin der Meinung, das braucht es nicht. Für mich kann das ganz genau so bleiben. Ob das jetzt ein Gyros-Geschnetzeltes ist oder ein Schweine-Geschnetzeltes oder als was auch immer ihr das auf den Tisch stellt, es schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr gut und ihr solltet es ausprobieren. Wenn ihr das gemacht habt, dann schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat und wenn euch das Video so gefallen hat und auch wenn ihr es nicht nachguckt, ihr einfach nur Spaß hattet, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ich sage bis zum nächsten Mal Tschüss und guten Appetit. Ich habe jetzt was vor.